Okay. Das letzte Thema für heute ist das Thema Laufzeit und Komplexität. Dieses Thema soll euch die Möglichkeit vermitteln, zu entscheiden, welche Algorithmusalternative zu bevorzugen ist, wenn man zur Lösung eines gegebenen Problems verschiedene Algorithmen hat. Wir werden sehr stark in der nächsten Vorlesung darauf aufbauen. Dort werden wir verschiedene Algorithmen für die wichtigsten Probleme der Informatik kennenlernen. Und einige davon werden eine hohe Laufzeit haben, andere davon werden eine geringe Laufzeit haben. Und wir müssen uns in die Lage versetzen, zu erkennen, wann ein Algorithmus eine hohe bzw. niedrige Laufzeit hat. Die Frage ist, wie kann ich denn überhaupt die Laufzeit oder die Komplexität, also man sagt, je höher die Komplexität eines Algorithmus, desto länger läuft es. Wie kann ich das denn überhaupt messen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Zum Beispiel, ich kann überlegen, wie lange läuft denn jetzt der Algorithmus tatsächlich in Millisekunden gezählt. Oder ich kann auch sagen, ich gucke mir an, wie viel Speicher dieser Algorithmus verbraucht. Algorithmen, die weniger Speicher brauchen als andere, sollte man auch bevorzugen. Sie haben also eine geringere Komplexität und einen geringeren Speicherabdruck. Oder man sagt, ja, ich bevorzuge den Algorithmus, den ich schneller verstehen kann, weil der ist weniger komplex. Oder ich nehme einen Algorithmus, der weniger zu programmieren ist. Es ist also die Frage, wie ich definiere, wann Algorithmen eine hohe oder eine geringe Komplexität haben. Und die Zeitdimension zu verwenden, ist nicht so sehr sinnvoll, denn die Ausführungszeit, die hängt halt sehr stark davon ab, was auf dem Rechner sonst so passiert, wie viele Prozessoren der Rechner hat, wie stark diese Prozessoren sind, ob man das Programm interpretiert oder es kompiliert und direkt auf der Maschine nativ ausführt, ob man noch eine Schicht dazwischen hat, wie zum Beispiel eine virtuelle Maschine. Und deswegen ist die Zeit, die reine Ausführungszeit, nicht sehr gut geeignet, um die Komplexität von Algorithmen zu ermitteln. Man braucht da etwas Besseres und man hat sich überlegt, dass man die Schritte zählt, die ein Algorithmus benötigt, bis der Algorithmus terminiert, und dass man diese Schritte zählt in Abhängigkeit von der Eingabevariable. Ich habe hier mal eine Funktion, die führt eine Suche durch. Ich kriege also ein Array übergeben und soll nach einem Objekt suchen. Und dieser Algorithmus hat einfach nur eine Vorschleife. Diese Vorschleife, die wird so lange durchgelaufen, bis man das Objekt gefunden hat, für das man sich interessiert. Und wir können jetzt die Komplexität dieses Algorithmus danach beurteilen, wie viele Schritte dieser benötigt. Und zwar in Abhängigkeit davon, wie viele Objekte in dieser Liste drin sind. Es wird also Algorithmen geben, die können sehr viel schneller das gesuchte Element finden. Und um die zu separieren von Algorithmen, die lange brauchen, verwenden wir also die Ausführungszeit t als Funktion der Menge von Inputs.
Länge der Liste ist sozusagen hier unser n. Wir sagen also, wir wollen die Ausführungszeit t berechnen, also die Anzahl der Schritte, die wir brauchen, als Funktion der Inputs, die in diese Funktion reingehen. Es gibt verschiedene Komplexitätsklassen, die ich euch mal vorstellen möchte. Damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir Algorithmen haben, die eine sehr hohe Komplexitätsklasse zuzuordnen sind. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Komplexitätsklasse an. Das ist die Klasse der konstanten Ausführungszeit. Wenn ich zum Beispiel eine Summenformel habe, wo ich sage, n ist gleich 0 bis 10, mach irgendwas, keine Ahnung, zum Beispiel addiere mal die n's auf, dann weiß ich, okay, wenn ich das jetzt in eine Formel, in einen Algorithmus schreibe, das wird immer 10 Schritte benötigen. Und damit habe ich also eine konstante Laufzeit von 10. Ja, also ich werde immer 10 Schritte benötigen. Die nächsthöhere Klasse sind dann Algorithmen mit linearer Laufzeit. Das heißt, ich habe von der Eingabegröße n eine lineare Laufzeit zu erwarten. Das ist zum Beispiel die Suche von Objekten in einer Liste mithilfe einer Vorschleife. Und man geht immer vom schlechtesten Fall aus, deswegen kann man sagen, okay, wenn ich eine Liste mit n Elementen habe, dann habe ich im schlechtesten Fall die ganze Liste zu durchsuchen, also habe ich n Schritte durchzuführen. Ich packe mal dazwischen noch eine weitere Komplexitätsklasse und das ist die logarithmische Klasse. Da haben wir dann t von n ist gleich log 2 von n, die liegt zwischen konstant und linear vom Aufwand her. Und als Beispiel können wir uns mal Folgendes vorstellen. Wir haben einen Strauß von Blumen. Und es ist Frauentag und ich möchte immer, wenn ich eine Frau treffe, ihr die Hälfte meiner Blumen schenken. Okay? Also jedes Mal, wenn ich auf eine Frau treffe, schenke ich ihr die Hälfte meiner Blumen, die ich noch in meinem Blumenstrauß habe. Wie oft kann ich das machen?
Also, wenn ich die erste Frau treffe, habe ich schon mal nur noch von 8 4 Blumen. Bei der nächsten Frau sind von den restlichen 4 weitere 2 weg, habe bloß noch 2 Blumen. Und dann bei der letzten Frau, bevor ich sozusagen bloß noch eine Blume habe, kann ich halt eine Blume weggeben und dann habe ich bloß noch eine Blume. Also, wenn ich n Blumen habe, kann ich log 2 n mal die Hälfte meiner Blumen an Frauen verschenken, bis ich bloß noch eine Blume habe, die kann ich dann nicht mehr teilen. Also wenn ich zum Beispiel mit 8 Blumen anfange, log 2 von 8 ist 3. Also ich kann 3 mal diese Blumen verschenken. Logarithmische Aufwände habe ich sehr häufig, wenn ich in einer geordneten Liste ein Element suche. Das werden wir uns aber nächste Woche sehr genau anschauen. Und logarithmischer Aufwand ist kleiner als ein linearer Aufwand. Ne? Kann man ja sehen, t von n ist log 2n. Log 2n ist immer kleiner als n. Ne? Deswegen muss das hier dazwischen, zwischen konstant und linear. Okay, als nächste Aufwandsklasse nehmen wir die quadratischen Aufwände. Dort ist es so, dass wir, wenn wir n Elemente haben, n mal n, also n Quadrat Aufwände haben. Und als Beispiel können wir mal die Menge A uns vorstellen. Da haben wir die Elemente A1, A2, A3 und wir haben die Menge B mit B1, B2. Wenn wir jetzt das kartesische Produkt erzeugen wollen, das wird A Kreuz B geschrieben, dann habe ich quadratischen Aufwand, weil ich muss für jedes Element in A alle Elemente in B abarbeiten. Und das kartesische Produkt heißt, kombiniere einfach jedes Element aus A mit jedem Element aus B. Das würde also bedeuten, A1, B1, A1, B2, dann kommt A2, B1, A2, B2, A3, B1, A3, B2. Und wenn jetzt B also auch so viele Elemente hätte wie A, dann hätten wir also das Quadrat als Aufwand. Wenn ich eine Methode schreibe, einen Algorithmus, der jedes Element aus der einen mit jedem Element aus der anderen kombiniert, dann bin ich bei dem quadratischen Aufwänden. So, die nächsthöhere Komplexitätsklasse, die ist dann die Exponentialkomplexitätsklassen. Und dort ist dann der Aufwand t von n gleich 2 hoch n. Also 2 hoch n als Beispiel.
ich habe vier Bits in meinem Speichergerät und ich möchte testen, ob die Bits, die ich dort habe, diese vier Stück, ob die ihre Informationen enthalten, egal welche Informationen ich dort reinstecke. Also muss ich mal gucken, dass ich jede mögliche Belegung einmal ausprobiere und teste. So, wir haben bei dem ersten Bit zwei Möglichkeiten, der kann also auf 0 oder auf 1 gestellt werden. Beim zweiten Bit haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten, der kann auch wieder auf 0 oder 1 sein. Beim nächsten haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten und beim letzten auch zwei. Das macht also 2 hoch 4 bei n gleich 4 Bits. Das Testen von einem durchschnittlich großen Arbeitsspeicher, also mittlerweile ist sowas üblich wie 8 GB, glaube ich, würde wie viele Schritte benötigen? Kann das jemand mal im Kopf ausrechnen? Wahrscheinlich nicht, ja. Also wenn wir n gleich 8 Gigabyte haben, das heißt wir haben 8 mal 1024 Megabyte mal 1024 Kilobyte mal 1024 Byte und ein Byte hat 8 Bit, ja, also das ist hier 8 Gigabyte. Und wenn ich jetzt 2 hoch diese Zahl nehme und das mal überlege durchzutesten, da bin ich eine Weile beschäftigt. Ja, also wir sehen schon, dass Exponentialaufwände für uns fast nicht mehr in großen N sinnvoll durchführbar sind. Und ich möchte noch eine Aufwandsklasse vorstellen. Das ist dann die Fakultätsklasse. Da haben wir dann Aufwände T von N ist gleich n Fakultät. Beispiel, wir haben eine Menge m. A, B, C, D. Das heißt, n ist gleich 4. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Permutationen gibt es von dieser Menge m. Also eine Permutation bedeutet, ich vertausche diese Buchstaben in der Menge m. Ich habe also, ich fange mal an mit der Permutation A, B, C, D. Ich kann aber auch A, B, D, C haben oder A, D, B, C und so weiter. Also wenn ihr das mal durchprobiert, werdet ihr sehen, dass wir auf n Fakultät viele Möglichkeiten kommen. 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das macht dann 24 Möglichkeiten, die wir dort haben. Und diese Komplexitätsklassen, die werden also in der Reihenfolge, wie ich sie jetzt gezeigt habe,
nach rechts, größer, aufwendiger. Hier haben wir Algorithmen, die eine hohe Komplexität haben. Und hier hinten haben wir eine niedrige Komplexität. Immer ausgedrückt mit diesem Argument n, was wir in den Algorithmus hineingeben. Und gucken uns mal noch ein paar Source-Code-Beispiele an. Hier ist eine Methode, die hat konstanten Aufwand, weil ich die Vorschleife exakt 10-mal durchführe, egal wie viele n in der Liste drin sind, die ich übergebe. Ja, ich habe hier also i von 0 bis kleiner als 10. Ich gucke mir immer die 10 ersten Elemente an, die da drin sind. Hier berechne ich das kartesische Produkt. Ich habe also zwei Mengen und diese kombiniere ich miteinander und deswegen brauche ich zwei verschachtelte Vorschleifen, also bin ich quadratisch. Und was man sich mal überlegen kann, ist, wenn ich diese unterschiedlichen Komplexitätsklassen habe, wie sich unsere Ns dann bei steigenden, also wie sich unsere Laufzeit bei steigenden N verändert, wenn man annimmt, dass die Ausführung eines Schrittes eine Mikrosekunde dauert. Das sind also 10 mal, also das ist 1 mal 10 hoch minus 6 Sekunden, das ist eine Mikrosekunde. 0,000001. Also viel weniger Zeit, die vergeht als ein Wimpernschlag. Und wenn wir mal die Komplexitätsklassen uns angucken, die ich hier gerade vorgestellt habe, dann sieht man, dass die schon unglaublich lange Ausführungszeit benötigen, wenn das n erstmal eine gewisse Größe erreicht. Und die hier unten, in der zweiten Zeile rechts unten, also hier diese beiden und die untere Zeile bis hier, die haben eine Laufzeit, eine Berechnungszeit, hier jetzt schon in Jahre ausgedrückt, das überschreitet das Alter des Universums. Damit ist klar, das wird nicht fertig, solange wie wir Lust haben, darauf zu warten. Ja? Also wir müssen uns bewusst darüber werden, welche Komplexitätsklasse haben denn Algorithmen? Und wir sollten immer die wählen, die eine kleinere Komplexitätsklasse haben. Weil eben die Gefahr existiert, wenn die Ns zu groß werden, dass wir plötzlich länger warten müssten, als das Universum bisher alt ist. Und so lange willst du sicherlich nicht warten, bis dein Algorithmus terminiert. Okay, Komplexitätsklassen und wie sie sich unterscheiden und dass sie sich wirklich signifikant unterscheiden, für euch nachvollziehbar. Wir werden in der nächsten Vorlesung dazu auch noch viele verschiedene Algorithmen mal kennenlernen, die wir dann unterscheiden müssen nach ihrer Komplexität. Man nutzt eine konkrete Schreibweise für die Angabe der Komplexität. Diese Schreibweise rührt her aus einem Konzept, was ein Mathematiker, der entweder Landau heißt oder in Landau gewohnt hat, erstellt hat. Das sind die Landau-Symbole. Und da gibt es ein Symbol, das ist das Ordnungssymbol. Und das Ordnungssymbol sagt, dass ich die Laufzeit eines Algorithmus mit seiner Ordnung ausdrücken kann, mithilfe ein paar Erleichterungen, damit man die Algorithmen besser vergleichen kann. Die Ordnung einer Funktion ist immer die Funktion, die von der Laufzeit auf der x-Achse haben wir das n, auf der x-Achse ist das n, auf der y-Achse ist die Laufzeit und die Ordnung einer Funktion ist immer die nächsthöhere
klassifizierte Funktion, die also etwas aufwendiger ist, an die meine Funktion, die ich einschätzen möchte, sich asymptotisch annähert, sie aber niemals überschreitet. Zum Beispiel haben wir hier die Funktion f3 von n ist gleich n. Das ist die lineare Begrenzungsfunktion. Und wenn also mein Algorithmus, den ich gebaut habe, in seiner Laufzeit unterhalb dieser Funktion bleibt, dann kann ich sagen, okay, ich habe hier einen Algorithmus gebaut mit linearer Laufzeit. Wobei es egal ist, wie steil diese Funktion ansteigt, wenn sie einfach unterhalb von f3 bleibt, dann habe ich eine lineare Laufzeit. Das heißt, unsere Funktion f, die wir bewerten wollen, für die suchen wir eine Funktion g, die immer oberhalb dieser Funktion f sich befindet. Und diese Funktion g ist dann eine obere Schranke für unsere eigene Komplexitätsfunktion. Und wie man g ermittelt, möchte ich euch mal zeigen. Hier ist das Beispiel. Wir haben hier die Prüfung, ob ein Produkt gerade ist. Und wir gucken mal nach, wie viele Schritte wir brauchen. In dem ersten Schritt wird das Produkt ermittelt. Dann weisen wir der Variable isEvenFalse zu. Dann prüfen wir, ob das Produkt eine gerade Zahl ist. Unter der Annahme, dass wir das in einem Schritt durchführen, können wir dann isEven auf true setzen. Das heißt, wir haben 4 Schritte, die wir ausführen. Also ist unsere Laufzeit 4. Und bei der Ordnungsfunktion, da ist es so, dass wir Konstanten aus der Laufzeit herausnehmen können. Das heißt, wir können die 4 vor die Laufzeit ziehen. Das heißt, unsere isProductEven-Funktion hat eine Ordnung von 1. Weil eigentlich die Laufzeit 4 ist, dadurch, dass 4, das sieht man hier, eine Konstante ist, die wir also nicht innerhalb von der Ordnungsfunktion berücksichtigen müssen, können wir die rausziehen und damit bleibt übrig, dass unsere Laufzeit 4 mal O von 1 ist und dann löschen wir einfach diesen herausmultiplizierten konstanten Term und damit ist unsere isProductEven-Funktion von der Ordnung 1. Das heißt, wir haben eine lineare Laufzeit, wobei es egal ist, ob das 4 oder 10 Schritte benötigt, es ist linear und wird mit O von 1 angegeben. Bei diesem Beispiel füge ich ein Präfix und ein Suffix zu allen Elementen in einem Array hinzu. Also ich habe eine Liste von Namen und ich füge überall zum Beispiel den Doktortitel vorne an und den Adelstitel von, keine Ahnung, Mühlenstein am Ende, also ein Präfix vorne und ein Suffix hinten. Und das mache ich in 2 Vorschleifen. Zuerst füge ich das Präfix an, das sehen wir hier. Und dann füge ich das Suffix an, das sehen wir hier unten. Und diese beiden Vorschleifen gehen also n-mal durch alle Elemente meiner Liste durch. Das heißt, ich habe 2-mal n Aufwände. Ja, weil ich in der ersten Vorschleife n-mal durchgehe und in der zweiten auch. Dann habe ich 2-mal n Aufwände. Diese 2 ist wieder eine Konstante. Ich kann in der O-Notation diese 2 vor das O ziehen und es dann löschen. Und damit habe ich die Aufwandsklasse linear, also n. Und so haben wir also verschiedene Ordnungsklassen.
die wir dort einsetzen, um die Komplexität von Algorithmen zu bestimmen. Wir sind also von der Ausführungszeit, wo wir die Schritte zählen, wie oft müssen wir denn durch den Algorithmus durchgehen, zu der Ordnungsklasse gekommen, indem wir die Konstanten rausgezogen haben und dann entfernt haben. Und damit ist es jetzt möglich, jeden Algorithmus einer vergleichbaren Ordnungsklasse zuzuordnen. Und die einfachsten Algorithmen haben die konstante Ordnungsklasse. Die wird O von 1 genannt. Danach kommen vom Aufwand die logarithmischen Funktionen, dann die linearen, dann n log n, dann die quadratischen, die kubischen und zum Schluss die polynomiellen. Diese wachsen so schnell, dass man sich gut überlegen muss, ob man diesen Algorithmus benötigt oder ob man vielleicht nicht eine Alternative findet, weil es kann eben gut sein, wenn das n zu groß wird, dass wir hier Jahre warten, bis der Algorithmus fertig ist. Okay, mithilfe von Ordnungsklassen kann ich Algorithmen einordnen in verschiedene Aufwandsklassen. Das benötige ich, damit ich, wenn ich für ein und das gleiche Problem mehrere Algorithmen zur Auswahl habe, entscheiden kann, welchen ich bevorzugen sollte. Ich sollte immer den nehmen, der eine möglichst kleine Ordnungsklasse hat. Für euch nachvollziehbar? Die Notation wird O-Notation genannt. Das ist ein großes O. Und in Klammern wird angegeben, aus welcher Ordnungsklasse der jeweilige Algorithmus herstammt.